So Leute, willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Ich habe mal in die Testaufnahme reingehört, ich klinge eigentlich gar nicht mal so schlimm. Das Spiel war ein bisschen leise, ich habe es euch jetzt ein bisschen lauter gedreht. Pestball. Boah, da kann ich mich dran erinnern, da habe ich als Kind immer extrem gehangen. Schreibt mir mal auf jeden Fall, ob es jetzt zu laut ist. Wundersame Reise des Sternballs. Hey, wenn du auf den Sternball steigen willst, dann hör zu, was der Schildhilf zu sagen hat. Also spring auf den Sternball. Schildhilf, danke. Gut, dann halte den Controller wie jetzt rechts unten. Ich sollte nach oben halten, okay. Ja, das ist die grundlegende Haltung. Aus dieser Grundhaltung neige, um den Sternball zu rollen. Mit B springst du. Wenn dir jemand im Weg ist, überroll ihn einfach. Nun, Erfahrung ist der beste Lehrmeister. Probier es mal aus, hier loszurollen. Ich glaube, es ist deutlich leichter, wenn man einen Joy-Con in der Hand hat und nicht einen Controller. Weil so ein Joy-Con ist halt deutlich mehr wie so ein Switch-Controller. Wie so ein Wii U-Controller. Nee, Wii-Controller war das ja damals. Ich habe so ein bisschen Angst, die zu überfahren, weil dann springt man immer so ein bisschen. Was krieg ich, wenn ich das Ding einsammle? Ah, da kriege ich die Teile. Oh Gott. Ne, ich nehme den direkten Weg, könnt ihr vergessen. So viel ist es mir dann doch nicht wert. Okay, jetzt zurücklenken. Nicht so weit rüber. Oh Gott. Ne, ich nehme den sicheren Weg. Egal, was mir anzubieten. Okay, ich komme über die Blumenwiese nicht drüber. Wahrscheinlich nur mit Springen. Okay, wir haben's. Okay, war nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe. Aber das sind halt immer, wir kriegen jetzt diese ganzen Testsachen. Test Schwimmen, Test Ball, Test, weiß ich nicht. Und dann kommen die Sachen richtig. So im Hauptspiel. Und ich glaube, dann kriegen wir richtig auf die Schnauze. Das wird böse ausgehen, befürchte ich. Aber wir gucken mal. Galaxie auf jeden Fall komplett und direkt die nächste gekriegt. Geht hier Schlag auf Schlag. Aber zumindest diese Mini-Galaxien, die möchte ich gerne fertig haben. Weil die haben ja immer nur einen Stern, das ist in Ordnung. Oh, du bist eine völlig neue. Nee, ich dachte, wir kriegen noch die Mini-Galaxie. Nee, dann mache ich erstmal Sternenstaub durch. Das ist mir gerade ein bisschen wichtiger. Kamex Flotte greift an. Ach, dir wieder. Ich kenne dich doch schon. Und Captain Toad. Von dir aus geht's weiter. Was hast du zu sagen? Mario, mein Suchtrupp, der sich in Kamex Flotte eingeschlichen hat, kommt einfach nicht mehr zurück. Ich denke, der Captain, werde sie retten. Wart's nur ab. Ich gehe dann mal und übernehme das. Muss mir eine andere Stimme für Captain Toad überlegen. Kratzt so ein bisschen im Hals. Das ist wieder so ein Sternenhase. Muss ich die wieder fangen oder zeigen die mir irgendwas? Sternchen, ich brauche die bestimmt.
Kann ich mir gut vorstellen, dass ich die für irgendwas brauche. Okay, hier ist nichts. Kletter jetzt nicht auf das Ding. Da falle ich nur runter. Ah, ihr zeigt mir, wie ich so höhere gelegene Objekte kriege. Und dass ich damit auch weiterspringen kann. Gut, das wusste ich jetzt schon, aber ich habe das Spiel ja auch schon mal gespielt. Wäre es komplett blind, wäre ich sehr dankbar dafür. Oh. Au. Oh, war Goomba. Nehme ich alles. Nehme ich auch alles. Wenn ich 50 habe, habe ich wieder ein Leben zusammen. Oh, da ist ein Maggie Cooper. Ist aber nicht Kamek. Ah. Hast du gedacht, hä? Oh, die muss ich mit den Dingern aufmachen. Okay, hier ist nur Geld drin. Da ist mein nächstes Extra-Leben. Euch kann ich auch so rausholen. Schüttel, um Panzer zu werfen. Kleine Panzer auf die Schatztruhe. Ja, habe ich gemacht. Und auf Kamek. Ich spiele leidenschaftlich gern Bowling. Nee, da wollte ich jetzt nicht rein. Ich wollte mir hier das Zeug holen. Ich habe gedacht, vielleicht kriege ich da irgendwas Besonderes für, aber nö. Oh, höher gelegene Plattform. Ich dachte, da darf ich wenigstens draufklettern, aber nö. So viel Spaß gönnen sie mir nicht. So, ich soll mich da rüberziehen, nehme ich mal an. Hallo? Möchte bitte hier auf die Kanone drauf. Ich glaube, unten wäre noch was zu holen gewesen. Wenn mir der nächste Luma über den Weg läuft, ne? Ah, das war tatsächlich das, was es hier zu holen gibt. Ah, das brauche ich für die Schatzkiste. Oh, mehr Leben. Ah, die haben wahrscheinlich dazugelernt. Was erzählt ihr mir? Selbst wenn der Panzer ein kleines Stück entfernt ist, kannst du ihn leicht mit einem Dreher aufheben. Wegen dieser Oktopoden kommen wir nicht weiter. Vielleicht sollten wir einen Panzer gegen sie rammen. Oh, roter Panzer. Mit dem kann man nicht verfehlen, ne? Oming Shot. Da brauche ich eigentlich gar nicht. Okay, du hast nur Leben für mich. Okay, da oben ist nichts. Aha. Gut, dass er nicht geworfen hat. Nah dran gehen, dann kann ich auch nicht verfehlen. So, hier oben triffst du mich nicht. Oh, mehr Kamex. Mehr Maggie Coopers. Das sind ja keine echten Kamex. Kamek ist ja nur ein Maggie Cooper, ein besonderer.
wurde getroffen, aber du wurdest zerstört. Ja, wenn unser Leben unter die 4 kommt, dann wird es wieder auf das normale Dreier-Maximum gesetzt. Deswegen sollte das nicht passieren, solange wir in der Mission sind. Aber ist ja zum Glück auch nicht passiert. Ah, du hast einen Stern erhalten. Sternstaubgalaxie. Ja, Kamex Flotte greift an. Sehr schön. Neue Bestpunktzahl. Bisschen was hier rübergebracht. Oh, sie hat wieder was zu sagen. Die Chaoten des Weltraums. Die Shabana-Kometen sind aufgetaucht. Der Shabana-Komet verwandelt Galaxien in gänzlich andere Welten. Wenn du wissen möchtest, etwas über den Shabana-Kometen wissen möchtest, frag den Luma da drüben. Er kennt sich mit Kometen gut aus. Ja, ich möchte speichern. Ich habe ja etwas erreicht. Ich habe Shabana-Kometen freigeschaltet. Und die muss man auch in jeder Stage machen. Das heißt, auf der Terrasse haben wir jetzt was. Und du bist wahrscheinlich der Kometen-Luma. Bist mir aber gerade egal. Ich dachte erst, du wärst ein neuer Gourmet. Mal der Nase kratzen. So, hier ist ein Shabana-Komet. Ein roter Komet. Alles klar. Schauen wir doch mal. Anflug auf roter Komet. Zeitangriff, Dino Piranha. Oh, das muss jetzt schnell gehen, ne? Heißt, da ist jetzt nichts mit rumeiern. Versteht ihr? Rumeiern? Ist auch egal. Moment, kam ich da nicht auch so hoch? Moment, ich musste da gar nicht hoch. Aber schön zu wissen, dass das ein relativ kurzer Weg ist, da hochzukommen. Wo sammle ich den Kram überhaupt? Wo muss ich hin? Egal. Ein Stück weiter ist ein Freund von mir, beeil dich schnell. Ja, dann lass mich doch einfach durch. Macht der hier lang rum, statt mich einfach durchzulassen? Wuff, wuff. Der Schöpfer von Mario hat ja angegeben, dass er, dass die Kettenhunde von einem Hund inspiriert waren. Oh Gott. Den der Nachbar von ihm früher hatte, weil der immer an einer Kette war. Und immer gebellt hat. Was auch immer das hier für ein Flaschenkürbis ist. Wir müssen weiter. Wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen das jetzt so ein bisschen speedrunnen. Ich muss die Pflanze verprügeln. Keine Ahnung, ob ich hier rein sollte. Habe das Gefühl, dass nein. Oh, was ist denn da jetzt passiert? Bin mir gerade nicht sicher, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder ob ich hier irgendeinen Bonus-Track gerade fahre. So, noch über eine Minute. Das sieht gut aus. Sehr gut, wir sind im Bossfight.
Bossfight habe ich hier letztes Mal schon gespeedrunnt. Schaffe ich diesmal auch. Außer ich verfehle. Komm schon, Dino Piranha. Ich könnte warten, bis er anhält, aber ich will nicht. Aber gut, dann wissen wir jetzt, rote Kometen sind Time Trials. Okay. Ist in Ordnung. Nutze ich halt meinen Kram. Also gespeedrunnt habe ich das diesmal nicht. Im Gegenteil, diesmal habe ich das echt nicht gut gemacht. Aber ist in Ordnung. Die Zeit läuft immer noch. Ich muss den Stern noch sammeln. Aber gut, da kriegen wir jetzt noch mal schön einen Powerstern vom Kometen. Ja, ich bin noch mal gesprungen. Ich möchte jetzt den Safe im Sprung machen. Stand da jetzt Galaxie komplett? Nee, ne? Das heißt, da muss noch was sein. So, ist noch Komet? Es ist gerade ein Komet da, aber im Badezimmer. Und wieder ein Time Trial. Aber ich sehe gerade, der Part ist schon wieder rum. Ihr lasst mir jetzt in das Kommentar da. Einen Daumen nach oben würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns, wenn es weitergeht mit Super Mario Galaxy. Bis dann, euer Wolf.